Hallo Welt, da sind wir wieder. Und wir sind hier noch in Good Warwick. Wir werden jetzt aber nach Spectacle Island aufbrechen. Wir müssen wieder schwimmen. Ich habe immer noch kein Boot gefunden, mit dem man darüber reisen kann oder eine Fähre oder so etwas. Ich stelle mir sowas vor wie in Fallout 3. Da gab es ja auch eine Fähre nachher für das Add-on. Da kam man dann doch schon rüber nach, ich weiß gar nicht mehr, Point Lookout, glaube ich, war das. Dieses Add-on eben. Wir ziehen erstmal unsere guten Glückssachen wieder an. Und auch die Sachen, mit denen wir mehr tragen können. Dann nehmen wir uns ein Hilfsmittel ein. Ein Medex ist falsch. Ein Radix wäre richtig hier, damit wir im Wasser nicht allzu viel Strahlung abbekommen. Ja, ohne Holz und ohne Geld werden wir jetzt nach Spectacle Island reisen. Und wie ich etwas sehe, sehe ich dort sehr viele Bäume. Die wollen wir aber nicht alle abfällen. Die müssen wir aber abfallen. Nein, wir wollen nicht. Doch, wir machen's. Doch, wir machen's. Wir haben gleich jede Menge Holz. Ich kann's kaum erwarten. Aber nicht so lange unter Wasser schwimmen. Okay, an der Stelle möchte ich mich bedanken für die Kommentare. Boston Maul, vielen Dank für den Tipp. Wir werden nochmal nach dieser Folge, wenn wir in Spectacle Island genug gewütet haben, werden wir nochmal nach Oberland Station. Vielen Dank für das Kommentar und den Tipp. Natürlich bringt der Tipp noch was. Ich spiele ja quasi live. Ich würde gerne noch live spielen, wenn das überhaupt möglich ist. Ja, es wäre mit Steam wäre es möglich, dass man da noch was macht. Aber dann hätte man wahrscheinlich keine Aufnahmen und ich finde das eigentlich ganz schön, dass man hier auch mal gucken kann. Man ist nicht so zeitgebunden wie beim Fernsehen zum Beispiel. Da hat man seine Programmzeitschrift und muss dann zu einer bestimmten Uhrzeit da sein, kann auch nicht zwischendurch mal auf Pause drücken. Ja gut, mit den moderneren Fernsehern geht das vielleicht schon, dass man da, ja, die haben ja Festplatten auch drin, da kann man aufzeichnen. Ja, auf jeden Fall danke. Danke, Boston Maul, für den Tipp. Ja, wir haben hier jede Menge Holz. 30 Holz. Ich werd verrückt. Dann wird Spectacle Island gleich kein kleines Wäldchen mehr haben, denke ich. Danke für den Tipp auf jeden Fall nochmal. Das Chaos werden wir uns anschauen nochmal in Oberland Station nach dieser Folge hoffentlich. Und auch Space Surfer, vielen Dank für deine Kommentare. Ja, die Versorgungsrouten werden wir mal checken dann demnächst. Und ich werde versuchen natürlich die Folgen jetzt so schnell wie möglich online zu bringen. Damit es dann auch weitergeht. Dann werde ich auch versuchen, Space Surfer der KI demnächst mehr Zeit zu geben. So viel Holz hier. Hier hätten wir mal anfangen sollen. Aber ich glaube, so eine kleine Sommersprosse werden wir behalten noch. Wir haben hier jetzt so viel Holz hier. Und den Kabelsalat, ups, Space Surfer werden wir uns dann mal angucken, was wir dagegen machen können. Auf jeden Fall vielen, 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 vielen Dank für die netten Kommentare. Das macht so viel Spaß, wenn man nette Kommentare bekommt. Blutblatt nehmen wir mit hier. Und ich denke, ja, hier ist noch so viel Holz jetzt, aber wie gesagt, eine kleine Sommersprosse lassen wir uns hier für später. Hinterm Ohr verstecken wir die. Und hier geht doch irgendetwas ab. Warum kämpfen die gegen Meyerlurks? Eigentlich dürften diese Meyerlurks gar nichts machen. Oder stimmt hier irgendetwas mit unserem mit diesem Signal nicht? Ich sehe, hier ist tatsächlich kein Strom da oben. Also hier dürfte irgendetwas passiert sein. Schauen wir mal, was mit dem Strom da unten ist. Wir haben das extra weit weggemacht vom Ort des Grauens hier. Ja, damit die Stromgeneratoren nicht so zerstört werden bei einem möglichen Angriff. Wollen wir mal sehen. Da scheint irgendetwas nicht zu stimmen. Denn normalerweise sind die Meyerlurks hier auf der Insel friedlich. Denn wir haben da so ein Signal eingeschaltet. Mussten wir damals. Das gehörte zur Mission. Und jetzt mal sehen, ob hier irgendwelche Generatoren
kaputt sind, aber das sieht gut aus. Die kleinen hier sehen auch gut aus, scheinen also nicht kaputt zu sein. Produziert 20% Strom, 20 Strom. Aktivieren. Na, der ist doch aktiviert. Wir machen das mal lieber zu. Nicht, dass da jemand dran rumfuscht. Hier ist es ziemlich laut. Schön, dass wir die Sachen so weit weg vom Schlag aufgebaut haben. Ja, ich weiß nicht, warum die Siedler jetzt die Meyerlurks angreifen. Wahrscheinlich, weil es Meyerlurks sind. Und die Siedler es einfach gewohnt sind, dass man die angreifen muss. Hier liegt jemand. Randy! Was ist denn mit Randy? Randy hat Kronenkorken dabei, 5mm Patrone, Lego-Anbissen, Red Hirschleder, Outfit und... Und ein Unterhemd, glaube ich, hatte er. Randy, was war denn nochmal mit Randy? Ach, Randy war der, der hier zu der Railroad gehörte und hier Mist gebaut hat, irgendwie, genau. So war das, glaube ich. Die Siedler haben ja alle noch nichts zu tun, aber... Ja, Spectacle Island ist ja schon gigantisch und es hat sehr viel Holz. Spectacle Island, die Holzlandschaft. Die Holzinsel. Ja, der Kampf ist schon vorbei. Es sind einige Siedler hier. Wir müssen jetzt mal uns Zeit nehmen hier und ganz genau gucken, was können wir hier alles bauen? Was brauchen die Leute überhaupt? Jetzt es ist schwer zu sagen, ob Ausbrüche an der Oberfläche häufiger sind oder nicht. Aber es ist immer klug, auf alles vorbereitet zu sein. Jetzt haben wir so viel Holz. Ich sehe hier gerade, das Zeichen der Railroad ist hier ganz in der Nähe. Da haben wir doch irgendeinen Eingang auch noch nicht finden können. Als wir letztens hier waren, wollten wir da schon hin. Und der Eingang müsste jetzt voraus sein irgendwo. Eigentlich müssten wir den schon sehen. Eigentlich stehen wir da jetzt genau drauf. Hier ist kein Eingang. Vielleicht ein geheimer Eingang später. Also wir fangen, denke ich, an, indem wir... Hier überall Wachtürme und Wachposten aufstellen. Erst das eine, dann das andere. Und ich denke, es wird hier eine Lebensaufgabe auch. Holz haben wir auf jeden Fall genug. Was brauchen wir für Wachtposten noch? Ich fürchte fast Stahl. Ja genau, wir brauchen Stahl, aber auch davon haben wir einiges. Wir haben 490 Holz jetzt. Betten brauchen wir hier auf jeden Fall. Es sind 12 Leute, naja, die sind bis jetzt ohne Betten ganz gut ausgekommen. Sie können sich ja einfach so in die Dünen legen, schön gemütlich. Wir fangen, wie gesagt, erstmal mit Wachtürmen an. 7 Stück können wir davon bauen. Ich würde gerne ein paar mehr bauen können. 7 Stück, weil wir dann schon wieder kein Holz haben. Vielleicht sammeln wir erstmal noch ein bisschen Holz ein. Damit wir sowas um die... Wie viel Seiten hat denn so eine Insel, wenn sie rund ist? Wie viele Ecken? Zu viele, zu wenig auf jeden Fall. Zu viele. Die kleinen Bäume, die bringen auch so viel. Wow. Da haben wir unser Holz. Was war das? Ein Holz. Ast. 12 Holz. 30 Holz. Und 30 nochmal. Ja, jetzt soll aber auch genug sein, wie gesagt. Irgendwann werden wir mit Sicherheit noch sehr viel Holz benötigen. Und da das nicht irgendwie angeschwemmt wird, jetzt soll es genug sein und ich mache weiter. Ja, und da kein Holz so als Treibgut angeschwemmt wird, wenn man es einmal eingesammelt hat, ist es weg. Ja, zügeln wir jetzt unsere Abbau. Wut, wir können jetzt 65 Wachtürme bauen. Das hört sich schon eher nach einer guten Zahl an. Und wir bauen die Wachtürme liebend gerne hier an den Ecken immer auf. In jeder Ecke ein Wachturm, aber hier kommen wir gar nicht damit hin. Der Platz hier ist viel größer. Wir müssen ein paar mehr aufbauen. Also fangen wir an und gehen wie immer links rum. Oh, wir lieben es, links rum zu gehen. Wir sind Linksgänger mehr so. Also da ein Wachturm, vielleicht hier so ein Wachposten, das wäre doch hier ganz angebracht. Der ist günstiger, oder? Ja, ein bisschen günstiger ist der schon, der Wachposten. Aber das ist ja auch herrlich hier. Der Strand, die Wellen, die Krebse, ja gut, die Meyerlurks vielleicht nicht so sehr, aber die tun ja hier nichts. Von daher ist es auch wieder gut, die Meyerlurks, die Friedlichen.
Die Strahlung, na gut, auch die ist vielleicht nicht ganz so toll. Man könnte so weit bauen hier. Hier könnte man mal ausprobieren, eine Brücke zu bauen. Ob wir hier doch mal einen großen hin... Komm, hier stellen wir einen großen mal hin. Passt gerade so gut in die Landschaft. Ja, und die Wachposten, die nehmen dann gar nicht so viel Platz hier weg. Wenn man die hier geschickt hinstellt. Und es kommt jetzt leider schon wieder schlechtes Wetter auf, höre ich schon. Mitten ins Wasser rein, egal. So viele Siedler wollen wir hier herlocken. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen übertrieben ist. Jetzt haben wir Holz und verbraten das gleich hier alles. Wow, wir ertrinken, nein! Ja, wir gehen schlafen. Ein Bett soll ja hier angeblich irgendwo sein. Ja, bei dem Wetter sieht man eh nichts. Wir bauen uns ein Bett am Strand auf. Ein richtiges. Ach nee, wir dürfen nicht so verschwenderisch mit unserem Material sein. Wir nehmen lieber so einen Schlafsack hier. Schön hier am Feuer gemütlich. Erstmal. Also hier in Spectacle Island wird man noch für Curie auch gleich eins mit. So. Dann schlafen wir erstmal, bis der Sturm vorbei ist, hoffentlich. Ja, eine Stunde sollte eigentlich schon reichen. Dann haben wir Abend, dann können wir auch gleich durchschlafen bis zum nächsten Morgen. Ich denke, tja, wie lange denn dann bis zum nächsten Morgen? 18 Stunden sollten doch reichen. Ja, ich denke, ich bin ganz aufgeregt. Hier die letzte Siedlung auf unserer Tour. Und ja, wir können hier richtig viel machen. Wir müssen auch richtig viel machen, denn hier waren wir noch nicht oft. Ich denke auch, wir werden nicht allzu oft hierher kommen, weil man ja immer durchs Wasser schwimmen muss. Ich hoffe mit den Versorgungsrouten. Und Curie hat nichts zu sagen diesmal. Wir sind gut ausgeruht am nächsten Tag. Es ist von der Uhrzeit her 11 Uhr morgens, na gut. Wir haben auf jeden Fall schon hier so ein paar Schutzteile aufgebaut. Und es ist Wahnsinn. Warum kann man so weit ins Wasser bauen, wobei man doch überhaupt gar nicht... Ja, okay, man könnte hier eine Brücke noch hinbauen. Einsammeln kann man hier nichts. Das Boot? Ja, das Boot kann man einsammeln. Aber das Boot gehört doch zum Strand mit dazu, aber es schwimmt nicht mehr. Ja gut, dann 10 Holz. Na, egal. Ja, da vorne. Da vorne kommt ein Turm hin. Ein Wachturm hier in die Ecke. Ja, das ist tatsächlich dann die Ecke auch hiervon. Dann kommt hier der Turm hin. Der Wachturm. Schwupp, da ist er schon. Wunderbar. Und als nächstes natürlich noch welche von diesen Teilen. Ich spiele mit dem Gedanken, auf dem Schiff so eins drauf zu bauen. Das wäre doch mal ganz gut. Da kommen die Leute auch ganz gut hin, die Wachposten. So viele Leute haben wir hier gar nicht. Das ist wahrscheinlich viel zu viel, was wir hier machen. Aber es ist auch eine sehr große Siedlung und ich glaube, sie benötigt so viel Schutz gar nicht. Und ich weiß gar nicht, ob das hier so viel Sinn macht. Hier wird so einer mehr Sinn machen, aber der passt nicht hin, oder? Da oben drauf? Da oben drauf! Das ist doch noch viel besser! Wir stellen den einfach hier oben drauf. Moment, kommen wir da hoch? Ist hier drin noch was zum Hochgehen? Nein. Oh, so hoch kommen wir gar nicht. Ja gut, dann eben doch hier unten hin. Aber da hätte ich gerne einen Turm, wenn sich das irgendwie machen ließe. Das wäre nett. Ja, der passt auch gerade so dahin. Sehr schön. Ja, das ist gut. Natürlich müssen hier viele Siedler dann für den Schutz sorgen. Vielleicht können wir den Kahn ja auch irgendwann mal wieder aus dem Wasser ziehen. Ein Brahmin ist schon da. Das ist das Brahmin wahrscheinlich, das wir mal gekauft haben.
Oh nein, oh nein, oh nein. Jetzt verbrauche ich wirklich das ganze gute Holz hier. Wir sollten die auf der anderen Seite weiter auseinanderbauen, die Dinger. Hier noch ein Turm in die Ecke. Nicht so verschwenderisch mit dem Holz. Jetzt hat man's. Das kommt ja nie wieder, das Holz. Hier oben direkt. So schön. In die Pflanzen rein. Und dann noch so etwas hier. Wieder. Ja, aber etwas weiter auseinander, sagte ich ja. Direkt hier neben dem Klo, das ist doch gut. Für die Wache ist das gut. Die können da immer so gemütlich aufs Klo gehen. Ist gar nicht so weit weg. Und können... Da liegt noch ein... Da liegen viele Reifen liegen hier. Moment mal. Ich denke, die müssen wir erstmal verwerten. 30 Gummi bekommen wir dafür. Diesen hier auch. Den ganzen Müll vom Strand erstmal wegschaffen. Okay, da ist ein Wachposten. Ein Wachturm. Und der Wachposten kommt dann hier am WC hin. Ich glaube, das sind eher so Plumpsklos. Oh! Wilde Mutterbeere, die lassen wir aber dort stehen. Ja, ein bisschen für die Optik muss ja sein. Die Bäume sehen ja auch beinahe noch aus wie Bäume. Und das hier sieht eigentlich aus wie nichts. Das können wir verwerten. 30 Holz wieder. Ja, dann stellen wir hier halt noch was hin. Ach, hier vorne auf dieser kleinen... Auf dieser Insel oder so ähnlich. Wie eine Insel sieht das aus. Man kann bis ins Wasser hinein. Jetzt geht's schon an die Farbdosen, habe ich gerade gesehen. Hier sind auch Happblumen, die werden wahrscheinlich wieder nicht nachwachsen. Ja, ich denke, wenn man diese Entfernung nimmt, das reicht vollkommen. Das muss man gar nicht so nah beieinander bauen, wie wir das da drüben gemacht haben. Vielleicht dann doch eher so ein kleines Örtchen. Das ist doch die größte Siedlung hier, die man überhaupt haben kann, glaube ich, oder? Das kommt mir beinahe so vor. So was Großes zum Bauen habe ich ja noch nie gesehen hier. Ich weiß, wir waren ja schon hier, aber ich bin doch immer wieder überrascht, wie viel man hier doch bauen kann. Gut, da ist ein Wachposten, dann sollten wir hier einen Wachturm in die Ecke stellen sozusagen. Oder vielleicht hier oben drauf, das wäre super. Kommen wir da hoch? Hier ist doch was, das sieht fast so aus, als könnte man da hoch. Ja, man kommt hier hoch, noch weiter hoch. Ich würde gerne da oben drauf. Moment, dann können wir doch bestimmt eine Leiter erstmal hierher bauen. Versuchen wir das mal. Eine provisorische Leiter hier. So etwas. Ja, das wäre schon gar nicht so schlecht. Aber wir nehmen vielleicht doch eher was Kleineres. So eine sollte reichen. Oder doch die große hier. Ja, nehmen wir doch so eine große. Nein. Die ist zu groß. Aber die kleine passt irgendwie nicht. Oder machen wir irgendwas falsch? Obendrauf gründen wir die Bauern aber nicht hier unten hin. Da müssen wir also eine große... Jetzt passt es. Jetzt geht's. Okay, da muss man dann springen. Wow. Das ist ja spitze hier oben. Und ich dachte, da steht jemand. Das sind diese Puppen. Hier oben werden wir dann so ein paar Bodenbretter hinbauen. Später. Oder jetzt schon. Naja, was man hat, das hat man. So etwas hier. Was ist denn günstig? Die sind alle gleich teuer. Die sehen nur anders aus. Das ist etwas teurer. Das ist auch größer. Nehmen wir mal sowas. Das passt hier irgendwie so ganz gut von der Optik hier rein. So kommt man schön hier rüber. Und dann bauen wir hier so direkt an die Ecke hier so einen Wachturm auf. Oh, das ist super hier. Und das Wetter stimmt auch. Mhm. Ja, da muss das so stehen. Da kann man aber runterfallen an der Seite. Ja, so.
Und dann ging das doch, dass man da noch etwas an den Wachturm oder... Nee, das waren die Wachposten. Ich glaube, an die Wachposten konnte man noch was bauen. An die Wachtürme nicht. Ja, man könnte was davor legen. Aber das dockt jetzt nicht an, also... Muss man hier eben aufpassen, wenn man hier hochgeht, muss man an der Seite so irgendwie rauf. Ja, ich hoffe, dass das nichts Schlimmes passiert hier. Dass das alles so bleibt und nicht eines Tages alles kaputt geht. Also der Wachposten dort und vielleicht noch einen hier so... Ja, das ist wieder übertrieben. Obwohl hier oben eigentlich ganz gut ist. Da kommen die Gegner... Tja, es kommen sowieso nur Myologs. Eigentlich brauchen wir hier überhaupt nichts an Schutz, glaube ich fast. Das können wir uns alles schenken. Aber ein klein hier oben drauf noch. Dann ist der eine nicht so alleine. Ja, so hatte ich mir das vorgestellt. Genau so. Können wir hier runterspringen? Das ist ein bisschen hoch. Ja, fällt mir gerade ein. Hier, wer soll denn hier schon groß angreifen? Raider werden hier nicht erscheinen. Gunner haben auch keine guten Karten hier. Da können doch wirklich eigentlich nur die Myologs angreifen. Da liegt eine Waschmaschine im Meer. Moment, eine Waschmaschine. Das ist kein Kühlschrank. Man könnte sich verlaufen. Die radioaktiven Fässer, die müssen da weg. Und ich weiß überhaupt nicht, wo wir hier anfangen werden, was zu bauen. Ich denke mal in der Nähe des Hauses hier. Da haben wir unten nämlich schon so einen kleinen Steg. Da kann man angeln gehen. Kann man schon angeln? Nein, geht nicht, glaube ich. Radioaktiven Fisch. Fischstäbchen. Vielleicht sofort. Ja, und dann sind wir einmal rum. Dieses hier könnten wir uns eigentlich sparen, aber das ist so schön hier. Das passt so schön in die Landschaft, finde ich. So, wir sind auf jeden Fall einmal rumgekommen. Und was haben wir noch? Wir könnten immer noch 49 bauen davon. Jetzt wollen wir aber mal sehen, es soll keine Baufolge werden, um Gottes Willen. Da muss ich auch aufpassen. Siedlungen bauen, das soll was anderes. Es soll natürlich noch ein bisschen was mit der Tour zu tun haben. Siedler hier, ein hoffentlich keiner von uns. Es soll natürlich mit der Tour noch was zu tun haben. Das heißt, wir müssen jetzt die Wachposten hier zuordnen. Betten werden wir natürlich aufbauen, also alles, was so fehlt. Und da wollen wir kein Haus jetzt bauen. Sondern vor allem erstmal, ja, da sehen wir einen Brahmin, das so ziellos umherirrt. Da könnten wir doch einen Brahmin-Trog. Hier oben sehe ich schon ein kleines Gatter. Hier drin ist auch schon ein Brahmin-Trog. Ich glaube, das war auch mal... Badewanne heißt das. Aber ich glaube, das hier war vielleicht auch mal ursprünglich für Brahmine gedacht. Ein bisschen wenig Platz hier. Aber hier stellen wir, glaube ich, dann den Trog auch rein für das Brahmin. Ja, und wir sind schon wieder ganz in unserem Element. Ganz in Bauwut hier. So, Brahmin-Futtertrog und wir bauen auch irgendwo, ja, das darf nicht so weit auseinander liegen alles, aber hier kann man ja eine riesige, das kann ja eine Stadt werden, so groß wie Diamond City hier. Wo bauen wir denn hier für die Handelskarawanen den Posten auf? Vielleicht auch direkt hier so schön zentral, genau in der Mitte? Naja, wenn die stänkern, dann... Naja, das geht, glaube ich, hier schon. Das ist, glaube ich, hier ganz gut. Kann man hier noch umsetzen nachher. Das ist ja das Schöne. Dann bauen wir hier sofort eine Glocke hin. Oh mein Gott, wir sind so im Baufieber. Wir werden die Glocke aber irgendwo, ja doch, hier in der Nähe so aufbauen. Hier wird der zentrale Punkt sozusagen. Was haben wir hier noch? Eine Sirene. Brauchen wir die hier? Nein, Kupfer haben wir jetzt schon wieder nicht. Ja, und da sollten wir mal aufpassen, dass wir nicht unsere ganzen Ressourcen hier verbraten. Wir sollten uns überlegen, wo können wir noch ein Generatorhäuschen hinbauen. Die Plünderstation kommt erstmal hierher. Ja, und das Wichtigste jetzt, bevor wir was anderes machen, erstmal die Betten. Das Bettenproblem lösen.
für die Betten wäre es natürlich schon schön, wenn wir da ein Häuschen hätten. Ich möchte auch nicht, dass die Siedler so weit auseinander alle sind. Denn wenn sie nah beieinander sind, dann bietet das ja auch nochmal ein gewisses Sicherheitsgefühl. Warum steht da einfach so eine Badewanne rum? Sollen wir die einlagern? Nein, wir lassen das erstmal. Total planlos gehen wir hier ran, wie immer. Das hier kann weg, das sieht nicht schön aus. Die Bäume lassen wir aber erstmal stehen. So viel Holz. Und ich sag noch, irgendwo muss doch Holz sein. Und hier ist es. Da, die umgestürzten Bäume, die können wir auch noch wegpacken. Sowas da. Ahornrinde, Holz 8. Das hier, verdorrter Stamm. Ein Siedler. Bringt uns 12 Holz. Siedler. Der Siedler ist sofort mal eine Wache. Für den Anfang. Oh mein Gott, ist das weit weg. Ja, das ist schon ein Stück. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Wir können ja sogar das Boot... Okay, die Ressource ist zugewiesen. Wir können ja sogar das Boot hier vielleicht noch irgendwie wieder gerade hinstellen. Kann man das gerade wieder hinstellen? Oder einsammeln kann man es auch nicht. Verschrotten auch nicht. Da könnten wir auch Betten drauf. Mein Gott, wir könnten hier so viel. Das ist viel zu groß. Für mein kleines Gehirn ist die Insel viel zu groß. Das sieht mir nach einem Versorger aus, darunter, oder? Nein. Er hat doch schon die passende Rüstung an für einen Plünderer. Ja, hier können ja 100 Leute locker, auf jeden Fall, noch mehr. Viel mehr als 100 können hier Unterschlupf finden. Und ganz genau, wir wollten die Betten aufbauen. Aber wo? Ach du meine Güte. Ja, ich schlage vor, dass wir das erstmal provisorisch hier machen und dann Ideen sammeln. Liebe Welt da draußen, wenn ihr Ideen habt, wo sollen die Betten hin, dann postet das gerne. Mein Vorschlag wäre es, ja gut, hier sollen so Werkstätten hin, stelle ich mir gerade so vor. Und der Wohnbereich so genau in die Mitte, weil hier auch so eine schöne plane Fläche ist. Hier ist es schön gerade, da glaube ich kann man mit Fundamenten und so, das kann man, hier kann man schön, glaube ich, was bauen. Sollen wir das nicht gleich ausprobieren mit den Fundamenten? Wie sieht denn das da aus? Wie viel Beton und sowas haben wir denn überhaupt? Sowas hier meine ich, Fundamente, wir könnten nur 12 Stück bauen, aber ich hatte mir das so vorgestellt vielleicht, dass man das hier so schön gerade macht. Alles, das bekommt man bestimmt so schön gerade hin. Ja, da muss man natürlich mal gucken, wo man da anfängt, damit das dann auch wirklich gerade ist nachher. So viel Material wird man überhaupt gar nicht, das wird man ja in 5 Jahren nicht zusammensuchen. Ja, so hatte ich mir das gedacht. Hier alles schön gerade machen und dann hier ein Riesenhaus hinbauen und hier quasi den Wohnbereich oder sogar noch mehr, so eine richtige Stadt, einen richtigen Handelsplatz. Wenn ihr Wünsche, Ideen oder ähnliches habt, wie gesagt, gerne posten. Ich werde provisorisch jetzt erstmal nur ein paar Betten hier reinstellen, also diese Schlafsäcke, ohne groß was drumherum. Sie können gerne hier im Freien schlafen erstmal. Ich glaube, das tut denen ganz gut hier. Spectacle Island, hier ist immer was los. Hier könnt ihr im Freien schlafen. Und ich denke, wenn wir mal 20 davon aufbauen, das geht schneller, glaube ich, wenn wir uns so hinstellen. So, das war die erste Reihe. Wie gesagt, hier fühlt sich keiner alleine. Wie viel brauchen wir denn? Wir haben 17 jetzt. Ja, so 30. Ich glaube, das ist so groß. Wir haben ja in einer Siedlung vorhin gesehen, dass da 50 sind. 50 Siedler waren in irgendeiner Siedlung. Ich glaube, das war sogar Oberland Station. Also 25 Betten haben wir jetzt. 30 können wir ruhig so aufbauen, finde ich. Noch eine Reihe. Na klar.
Naja, oder fast eine Reihe. So 30 Betten oder so. Na, jetzt reicht's aber. Ich weiß, man ist so schnell im Baufieber. So, sie haben auf jeden Fall Betten. Und oh mein Gott, mir fällt gerade ein, was wir hier ohne Ende bauen können, das ist Wasser. Wasseraufbereiter. Wir haben natürlich kein Kupfer. Irgendwas fehlt immer. Wir bauen so einen Wasseraufbereiter schon mal hier auf, einen kleinen industriellen. Nein, der industrielle ist dieses hier. Hierfür brauchen wir aber gar keinen Kupfer. Wasserpumpen. Und davon sollten wir auch an jeder Ecke was haben. Ich meine, es soll Süßwasser hier rauskommen und da stellen wir eben so ein paar Wasserpumpen hier auf. Hier so. Und es ist, da ist noch was Gutes hier an Spectacle Island. Es ist nämlich alles Erde, wie man sieht. Man kann die Dinger überall hinbauen und man kann überall was anpflanzen. Oh mein Gott, ist das herrlich! Das sollte nicht Spectacle Island heißen, das sollte Paradise Island heißen. Ist das ein richtiges Wort? Oder habe ich das gerade wieder erfunden? Ja, so ungefähr sollte es heißen. Auf jeden Fall verteilen wir jetzt erstmal was von den Wasserpumpen aus dem Grunde, weil die kein Kupfer benötigen. Sie brauchen Zahnräder, ja gut. Und hier vorne war doch irgendwo eine Feuerstelle. Da muss auf jeden Fall eine Wasserpumpe auch hin. Gemütlich hier, schön mit Feuer und Wasser. Und vielleicht noch, ach, das ist so schön hier. Könnt ihr das nachempfinden gerade? Ich finde das herrlich. Warum? Also die nächste Tour beginnen wir vielleicht hier. Und hier kommt vielleicht unsere Basis hin. Ach, der Nachteil. Ja, es muss immer einen Nachteil geben. Der Nachteil ist, man kommt hier nur übers Wasser hin. Kann auch ein Vorteil sein. Angreifer werden es schwer haben hier. Ja, also hier am WC, am Plumpsklo hier, finde ich, muss auf jeden Fall was hin, damit man sich nachher dann die Hände wäscht. So gehört sich das. Ja, Wasser 18. Da werden wir... Das ist aber kein aufbereitetes Wasser, aber das ist egal. Ich glaube, das kommt auch nachher in Flaschen und landet dann in der Werkstatt. Und schon ist ein Tag wieder rum, sehe ich gerade. Die Sonne geht unter, meine ich. Es ist überall Erde. Wir können hier eine riesen Farm aufziehen. Ich bin so etwas von begeistert. Ich kann mich kaum halten. Ich hoffe, das merkt man nicht. Merkt man das? Wie begeistert ich bin hiervon? Ich find's herrlich. Ja, wer weiß. Nachher kommt irgendwann mal jemand und sagt, ja, man kann alle Siedlungen vergrößern und kann alles aufsammeln im Commonwealth. Ja, hier können wir leider nur... Naja, das sollen sie dahin gehen, da hinten, zu dem letzten. Ja, hier kommt noch eine hin, das ist ein bisschen weit der Weg. Eine Wasserpumpe und dann am Haus natürlich auch noch eine. Ja, hier haben wir ja gar keine Platznöte. Hier werden wir höchstens wieder Materialnöte haben nachher. Viele Plünderstationen vielleicht aufbauen. Ich weiß ja immer noch nicht, ob das überhaupt was bringt, wenn man mehr als eine Plünderstation aufbaut. Vielleicht bringt das ja auch gar nichts, kostet nur. Aha. Wir wollen das natürlich da platzieren, wo es nicht geht. Auf der ganzen Insel gibt es vielleicht zwei Punkte, an denen man nichts aufbauen kann. Und da versuchen wir so, ah, warum geht das nicht? Und da soll es hin? Und so sind wir eben. Ja, Menschen. Ich weiß. So, hier kommt auch noch eine hin. Wie viel Wasser haben wir denn jetzt? 21, 30 schon jetzt. Mal sehen, hier in die Ecke vielleicht noch. Ist das sehr weit? Na, das geht. Der kann aber da zu der Wasserpumpe gehen. Immer auf der linken Seite vielleicht. Okay, die war jetzt über.
das war überflüssig jetzt. Dann am Brahmin-Trog, dann hier bei den Siedlern auch noch was, bei den Karawanenleuten hier. Ach, da ist schon ein Karawanenleut. Wie schön. Wo hättet ihr es denn gerne? Hier so? Das stört's nicht. Und bei dem Brahmin hier oben natürlich auch. Auch Brahmine wollen was essen. Trinken meine ich. Entschuldigung. Trinken wollen Brahmine vielleicht. Ja gut, da muss man ein bisschen was tragen dahin. Es steht aber schon mal gut im Zaun. Da ist noch eine Wanne. Hier sind so viele Wannen. Oh mein Gott. Dann bekommt die Plünderstation hier. Genau wieder da, wo es nicht geht. Da hätte ich es gerne stehen gehabt. Machen wir das so hier. Das reicht. Mit einem Eimer bekommt man das dann gut zum Brahmin auch hin. Ach, hier ist schon eine. Na ja, gut. Eine Wanne steht ja mitten so rum. Hier, das können wir auch entweder einreißen oder stehen lassen. Da könnte man vielleicht... Ne, einreißen geht gar nicht. Den Zaun könnten wir wegnehmen. Die Matratze. Holzkiste. Na gut, sowas könnte man wegnehmen. 12 Leute, aber keine Moral hier. Wie sieht das mit dem Essen aus? Kein Essen hier. An welcher Seite? Oh mein Gott. Jetzt sieht man erstmal die Leute hier rumrennen. Hier oben gehört auf jeden Fall noch Wasser hin. Hier haben wir ja noch nichts. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir ein bisschen was fürs Essen tun. Ein wenig Nahrung anpflanzen. Und auch da bin ich total überfordert. Wo pflanzen wir das denn an? Südlage? Südhang oder nicht? Ich weiß gar nicht, wo Süden ist hier. Hier vielleicht eigentlich überall. Wir könnten ein riesen Flaschenkürbisfeld hier anlegen, wobei ich immer noch nicht so rausbekommen habe, wofür braucht man Flaschenkürbis eigentlich? Mal überlegen. Optisch würden die doch gut... Ja, aber es muss alles so ein bisschen beieinander sein. Ich glaube, ich fange mal einfach an, sonst wird das nie was. Wir können auch einige davon anpflanzen hier. Ziehen wir einfach mal hier so eine Reihe Flaschenkürbisse auf. Natürlich müssen sich dann auch ganz viele Leute darum kümmern. So, Flaschenkürbisse, daneben Melonen. Die passen doch auch noch hier neben. Wo ist der Flaschenkürbis? Okay, sie sind schwer zu sehen. Das war vielleicht nicht die beste Idee hier. Hätte man was Größeres hinbauen sollen. Ach, das geht schon so. Moment, was machen wir denn die ganze Zeit? Nein. Wir bauen hier wie die Irren und... Oh, wir haben gar keine Eichhörnchensuppe gegessen. Da würden wir doch mehr EPs draus kriegen. Naja gut, das kriegen wir jetzt nicht wieder. Also, wenn ihr das zu Hause mal den Fehler begeht, es lohnt sich mit Sicherheit, es würde sich mit Sicherheit lohnen, einen alten Spielstand dann nochmal zu laden. Aber das machen wir jetzt natürlich nicht. Jetzt sind wir einmal rum und damit müssen wir jetzt leben. Beim nächsten Mal dann. Eichhörnchen-Eintopf. Und jetzt können wir weiter basteln hier. Naja, gut. Ich sag mal, wir werden ja noch ordentlich hier was anpflanzen. Also ist das nicht ganz so tragisch jetzt. Aber wieder stelle ich mir die Frage, warum baue ich die Melonen und die Kürbisse, die man sowieso so schlecht sieht, warum baue ich die hier in das hohe Gras? Wo sie dann noch schlechter zu finden sind. Hier könnte man irgendwie besser was wie Mais oder Tatos oder was auch immer. Alles andere, nur nicht diese Sachen. Und jetzt am besten die kleinen Karotten noch daneben. Nein, das mache ich jetzt nicht. Ich glaube, das Gras, das bauen wir, diese Klingenkörner hier, die bauen wir ganz woanders an.
Hier könnte man jetzt wirklich ein bisschen Mais anbauen dazwischen. Dann wird man durch Zufall schon die anderen Sachen finden und es wird Nacht. Das ist mir schon zu dunkel. Ich kann schon nicht mehr so gut sehen. Wir gehen erstmal schlafen. Und in der nächsten Folge werden wir dann gut ausgeruht da oben an unser Feld gehen. Und in der nächsten Folge werden wir dann die ganzen Siedler zuordnen. Hier ist unser Schlafplatz erstmal schön am Feuer gemütlich. Naja, wir schlafen mal nicht ganz so lange. 12 Stunden sollten reichen, damit wir mit den Eichhörnchen aufstehen. Wie sagt man? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Aber das hat damit gar nichts zu tun. Ja, aber doch, das hat damit was zu tun. Ach, Curry, wo bist denn du? Da, ja. Hilf mir doch mal beim Farmen hier. Beim Anpflanzen, meine ich. Wie war das mit dem frühen Vogel? Heißt, der frühe Vogel fängt den Wurm. Ja, ja, das ist schon richtig. Aber der Wurm, was ist mit dem? Der wäre lieber liegen geblieben, oder? Der hätte lieber noch etwas länger geschlafen, dann wäre er nicht gefangen worden. So, wie auch immer, wir bauen jetzt hier eine ganze Menge Mais an. Und zwar 12 Stück können wir nur anbauen. Warum ist die Handelsroute schon wieder abgebrochen? Wir konnten doch mal sehr viel mehr anbauen. Ich weiß gar nicht, ich sehe überhaupt gar keinen Unterschied zwischen diesen Maispflanzen. Diese Maispflanze hier, wir bauen daneben noch welche. Diese Maispflanze, wenn wir die mal anbauen, sieht für mich ganz genauso aus wie diese hier. Wo ist der Unterschied? Warum kann man die auswählen zweimal? Da sind 3 dran, an dem anderen sind nur einer. Ist nur, doch, die sehen anders aus. Doch, doch, schon gut. Ja, ja, diese haben irgendwie dickere Blätter. Also die Maiskolben, die verbraten wir jetzt alle hier. Ach, Melonen haben wir auch gar keine mehr. Deswegen konnten wir da nicht weiter welche anpflanzen. Ich meine, da ist schon wieder irgendeine Handelsroute, hier Versorgungsroute abgebrochen. Können wir ja mal eben reingucken. Denn sonst müssten wir... Ja, okay, 71 kann schon sein. Das ist das hier in Spectacle Island. Warum geht der Pip-Boy nicht auf? Ach so, dann gehen wir einmal rein und jetzt geht er... Ja, genau. Ja, das hakt manchmal etwas. Oh mein Gott, wir wollten doch eigentlich die Folge beenden. Gut, dass ich jetzt nochmal auf die Uhr gesehen habe. Aber erstmal gucken wir uns die Handelsrouten an. Ja, Spectacle Island ist schon wieder abgebrochen. Die ertrinken hier immer im Meer, glaube ich. Wie können wir das machen? Eine Brücke darüber bauen. Aber in welche Richtung wäre es jetzt am sinnvollsten, eine Brücke zu bauen? Ich denke Richtung Good Farwick da drüben. Ja, und dann stehen die Händler vor der Brücke. Das ist nicht gut. Wir kriegen hier keine vernünftigen Händler zustande irgendwie. Das wird nicht so gut funktionieren. Keine gute Handelsroute kriegen wir hin. Ein Nachteil hat die Insel. Es ist eine Insel. Ja, wir kriegen hier keine gute Handelsroute hin. Vielleicht kommt das noch. Mit einer Fähre zum Beispiel. Naja gut, eins nach dem anderen. Erstmal brauchen wir hier Essen weiter. Und wir werden weiter hier Mais noch anpflanzen. Nee, Mais haben wir gar keinen mehr. Okay, wenn wir hier was abernten, werden wir auch wieder Mais haben. Und wir werden ein Karottenfeld irgendwo anlegen, wo wir es gut sehen können. Und diese Mutterbeeren, die ja am meisten bringen... Ja, und Tatos, jetzt können wir gar nichts mehr anpflanzen. Der Versorger ist schon wieder ertrunken. Ja, dies ist doch nicht so gut hier. Das wäre gut, wenn man das alles selber hier rüber schleppt, aber so ist das, glaube ich, jetzt ein bisschen schwierig. Ich bin dafür, dass wir die Mutterbeeren ganz woanders aufbauen. Das ist zwar nicht so effektiv, man sollte ja doch vielleicht alles immer beisammen haben. Aber ich bin dafür, dass wir die Mutterbeeren drüben da am Haus, an der Werkstatt aufbauen. Warum, weiß ich nicht. Das ist nur so ein Gefühl. Ja, wenn hier mal alles abbrennt, dann haben wir wenigstens die Mutterbeerenpflanzen noch. So viele. 70 Stück, ich glaube, die pflanzen wir auch alle hier an. Ja, die Versorgungsroute ist wieder abgebrochen. Oh, und mein Gott, natürlich die Uhr. Es tut mir leid...
Bevor wir die Mutterbeeren dort drüben anpflanzen, sage ich Dankeschön. Daumen hoch und das ist nicht Curry. Kann ich hier draußen irgendwie helfen? Da oben ist Curry. Daumen hoch für euch. Danke fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.